Sorry, ich versuche mich hier gerade schon mal so ein bisschen in das Thema heute reinzufinden. Hast du erkannt, wer ich sein will? Rat mal. Nee, nicht Mozart, aber fast. Ich bin heute Ludwig van Beethoven. Dass man das jetzt nicht gehört hat, liegt wahrscheinlich daran, dass Ludwig van Beethoven einer der wichtigsten, berühmtesten und auch besten Komponisten und Musiker aller Zeiten war. Und warum das so war, das finde ich heute raus. Heute geht es nämlich um Ludwig van. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven wurde vor rund 250 Jahren geboren. Und guckt mal, so sah er aus. Ganz schön wilde Mähne, ne? Fast wie ich eben. Also, fast. Obwohl seine Musik schon ganz schön alt ist, ist er immer noch einer der meistgespielten Komponisten der Welt. Und seine Stücke begegnen uns im Alltag wahrscheinlich häufiger, als wir es merken. Hört mal, sogar die Europahymne ist von ihm. Kennt ihr bestimmt. Was ein Komponist oder eine Komponistin eigentlich ist und was eine Sinfonie, das checke ich heute mit dem Leoncoro-Streichquartett aus Berlin. Jonathan, Amelie, Lukas und Mayu sind große Beethoven-Fans und können mir vielleicht auch erklären, was an Beethovens Kompositionen so besonders ist. Und ich treffe Clemens. Er ist Dirigent am Kammerorchester in München und hat Beethovens Sinfonien schon so oft dirigiert, dass er fast jeden Ton auswendig kennt. Mit ihm checke ich, wie Beethovens Leben vor 250 Jahren aussah und wie er es geschafft hat, sich all diese Sinfonien im Kopf zu überlegen. Danach geht's nach Berlin an die Charlie Chaplin Schule in Reinickendorf. Hier treffe ich Schülerinnen und Schüler vom Projekt Beethoven. Das ist ein Tanzprojekt vom Staatsballett Berlin. Die Kinder haben eine moderne Choreografie zu Beethovens Musik entwickelt und ich darf heute bei ihnen mittanzen. Mal gucken, ob's klappt. Also, los geht's. Ich glaube, das wird eine klasse Sendung, die rockt. Hier kommt der Beethoven-Check. Und jetzt? Die Checker-Fragen. Was ist eine Sinfonie? Wie haben Komponisten früher gelebt? Und was ist eine Choreografie? Das check ich für euch! Ja, das check ich für euch. Meine erste Station heute ist die Universität der Künste in Berlin. Hier studieren Jonathan, Amelie, Lukas und Mayu Musik. Die vier bilden das Streichquartett Leoncoro. Der Begriff Quartett kommt aus dem Lateinischen und heißt in der Musik so viel wie Vierergruppe. Sie wollen mir heute erzählen, warum Beethovens Musik niemals alt wird. Hallo alle. Hallo. Das klang ja fantastisch. Danke. War das jetzt gerade schon Musik von Beethoven, oder? Genau, das war Musik von Beethoven, das war sein 9. Streichquartett. Wer war denn Beethoven eigentlich? Beethoven war ein Komponist, der viele Stücke geschrieben hat für Quartett zum Beispiel. Also so wie ein Autor sich Geschichten ausdenkt und die mit Buchstaben in ein Buch aufschreibt, so denken sich Komponisten Musik aus und schreiben die mit Hilfe von Noten auf, damit Musiker wie ihr sie dann spielen könnt. Genau. Könnt ihr mal kurz anspielen, wie eure Instrumente klingen, nur damit ich mal weiß, was da zusammenkommt? Das Cello. Die erste Geige. Die zweite Geige. Und die Bratsche. Wow, toll auch. Wie ist es für euch als Musiker, Musik von Beethoven zu spielen? Also es macht wahnsinnig viel Spaß, das zu spielen. Er schafft es, von der dunkelsten Stunde plötzlich in die schönste Melodie zu springen. Könnt ihr mal so eine Stelle anspielen, wo man merkt, was er alles für Stimmung in seiner Musik transportiert hat? Ja, das war ja Wahnsinn. Also es fing ja ganz, ganz leise und vorsichtig an, dann wurde es richtig düster und dann aber total lieblich irgendwie. Also würdest du sagen, dass Beethoven einer der größten Komponisten war, die es jemals gab? Absolut, ja. Also an den Kompositionen kann man nur erkennen, dass es Leute zusammenbringt. Zum Beispiel so ein Stück wie die 9. Sinfonie, die kennt praktisch jeder auf der ganzen Welt. Jetzt hast du ein wichtiges Wort gesagt und das ist auch eine Checkerfrage. Was ist eine Symphonie?
Das Wort Sinfonie kommt aus dem Altgriechischen und leitet sich vom Begriff Symphonos ab. Das heißt so viel wie zusammenklingen. Sinfonien werden nämlich für große Orchester geschrieben. Das heißt auch, dass Beethoven sich nicht nur die Noten für zum Beispiel das Klavier ausdenken musste, sondern auch noch für die Geigen und für die Flöten und für die Kontrabasse und so weiter. Die Noten für alle einzelnen Instrumente hat er in einer sogenannten Partitur aufgeschrieben. Eine Partitur ist ein bisschen sowas wie eine Anleitung für ein Stück. Guckt mal. So zum Beispiel sieht die Partitur der 9. Symphonie von Beethoven aus. Jedes Instrument hat eine eigene Notenzeile. Da zum Beispiel stehen die Noten für Pauke. Da stehen die Noten für die Geigen. Ey, das waren keine Geigen. Danke. Die meisten Sinfonien sind in 4 verschiedene Teile aufgeteilt, die alle unterschiedlich klingen. Weil so wird's nicht langweilig. Und außerdem erzählen die Teile damit noch so eine Art Geschichte. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie den Spannungsaufbau bei einem Film. Die einzelnen Teile nennt man Sätze. Der erste Satz ist meistens schnell und fröhlich. Der zweite Satz wird dann plötzlich ganz langsam. Der dritte Satz weckt die Zuhörer wieder auf. Der vierte Satz, der ist dann mächtig und schnell und laut, wie so ein kräftiges Badabum zum großen Finale. Man kann sich also so eine Symphonie ein bisschen so vorstellen wie ein Puzzle. Ganz viele verschiedene Noten für ganz viele verschiedene Instrumente ergeben ein großes Gesamtkunstwerk, bei dem jedes Instrument wichtig ist. Das ist also echte Teamarbeit. Symphonie nennt man ein Orchesterwerk, bei dem ganz viele unterschiedliche Instrumente zusammenspielen. Check! Also jetzt habe ich schon mal mitgekriegt, so eine Sinfonie ist ja auch eine echte Königsklasse für einen Komponisten. Und was ist aber das Besondere an Beethovens Sinfonien? Es gab damals einfach so eine gewisse Regel, wie eine Sinfonie auszusehen hatte. Damals war es einfach cool, beziehungsweise einfach in Mode, so zu schreiben, dass, wenn das Publikum aus dem Konzertsaal geht, die Melodien schön nachsingen kann. Mit diesen Erwartungen, die das Publikum hatte, hat Beethoven aufgeräumt und gesagt so, ich will jetzt nicht nur Musik schreiben, damit ihr euch gut fühlt, sondern ich will Musik schreiben, die das widerspiegelt, was ich fühle. Habt ihr vielleicht eine Stelle aus der 3. Sinfonie, wo man das hören kann, was Beethoven neu gemacht hat? Was mir gerade voll aufgefallen ist, dass die Wechsel zwischen ganz laut und doll und ganz leise und vorsichtig, die gehen bei ihm ja super schnell irgendwie, ne? Ist das typisch für Beethoven und seine Sinfonie? Das ist sehr typisch für Beethoven. Vor ihm hatte das noch keiner so gemacht. Und er hat sehr genau aufgeschrieben, wie laut oder wie leise er diese Passage oder diese Stelle jetzt haben wollte. Was ist denn sonst noch neu gewesen an Beethoven und seinen Sinfonien? Also wenn man seine 9. Sinfonie anschaut, dann ist er der Erste, der auch einen Chor in die Sinfonie einbaut, was eigentlich eher untypisch ist. Das ist dieses Freude schöner Götterfunken. Genau. Mögt ihr das mal anspielen? Und so hört sich das mit großem Chor beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks an. Achtung, los geht's! Toll, oder? Hat sich denn aber die Musik damals zu Beethovens Zeiten auch schon so toll angehört? Toll vielleicht, aber sehr unwahrscheinlich, dass es gleich geklungen hat, weil die Instrumenten sahen anders aus und vor allem klangen die anders. Und wo hat man damals die Musik von Beethoven eigentlich gehört? Weil es gab ja kein Radio oder CD-Player oder sowas. Das war oft in irgendwelchen kleinen Residenzen von Fürsten oder Grafen, die haben sich da diese Quartette und so eingekauft. Sah das vielleicht so aus? Dem Fürsten ist etwas langweilig. Man spielt ihm etwas Beethoven. Nein, nein, nein! Da kriegt der Fürst ja Kopfschmerzen. Hört mal, Herrschaften, das ist dem Fürsten auch zu ruhig. Er wünscht sich jetzt etwas sehr Wildes. Ja! Ja! Das gefällt mir!
gefällt dem Fürsten sehr gut. Das hat dem Fürsten gefallen. Meint ihr, so war das damals? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht. Hey, auf jeden Fall hat es richtig Bock gemacht heute mit euch vieren. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke. So, und jetzt eine Frage an euch. Beethoven wurde im Laufe seines Lebens A. taub, B. blind oder C. stumm. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Jetzt treffe ich Clemens. Er ist der Dirigent des Münchner Kammerorchesters. Und was er da gerade spielt, kenne ich irgendwie. Ihr auch? Ich treffe ihn im Goldenen Saal in Augsburg. Denn so wie es hier aussieht, soll es auch schon zu Beethovens Zeiten ausgesehen haben. Ich bin gespannt, was Clemens mir von Beethovens Leben zu erzählen hat. Das habe ich erkannt. Hallo Clemens. Hallo. Das war für Elise, ne, von Beethoven? Genau, richtig. Ja. Das war ein ziemlich melancholisches Stück, oder? Bisschen traurig, ja. Traurig, aber ich glaube total daran, dass das nicht die einzige Charaktereigenschaft von Beethoven war. Der hat unglaublich viel komponiert, unter anderem dieses hier, vielleicht erkennst du das auch. Das ist auch Beethoven. Ja, ganz schön wütend, oder? Ja, viel mehr Energie hatte ja, das. Ja, genau. Das ist ein Schluss einer Sinfonie. Und normalerweise würde man die dann ungefähr so zu Ende führen. Das wäre jetzt normal, oder? Ja, klingt nicht ungewöhnlich. Genau, aber Beethoven macht Folgendes. Er spielt mit den Erwartungen und macht das draus. Wirklich? Krass. Jetzt erst. Er will gar nicht aufhören irgendwie. Nee, ich glaube, die ganze Zeit will man... Genau. Und er spielt einfach damit. Das ist unglaublich witzig, finde ich. Also Beethoven hatte offensichtlich Spaß in seinem Job. Ob es allen so ging? Checkerfrage. Wie haben Komponisten früher gelebt? Du willst mir heute so ein bisschen was erzählen, ne? Was Beethoven für ein Mensch war. Wo fängt man denn da an? Das typische Beethoven-Bild ist das eines lauten und cholerischen Menschen. Also cholerisch, sehr schnell wütend. Mehrmals im Jahr wurde er aus seiner Wohnung geschmissen, wenn er nachts geübt hat und solche Stellen gespielt hat und nachts um zwei komponiert hat, das ist klar. Vielleicht hat das ganze Jahr so ausgesehen. Aber das ist nur eine Seite von ihm. Also er hat sich unglaublich um seinen Neffen gekümmert. Er war einfach auch lebensfreudig. Wie sah denn das Leben für einen Komponisten wie Beethoven zu der Zeit so aus? Also normalerweise warst du fest angestellt bei einem Fürsten. Sie haben sich sozusagen eine Schar Musiker gekauft, angestellt. Beethoven ist einer der ersten, die quasi freischaffend in Wien gearbeitet und gelebt haben und nicht mehr fest angestellt waren, sondern verschiedene Gönner hatten, die ihn gefördert haben. War das dann auch tatsächlich so, wenn der Konzerte gegeben hat, dass der auf so einer kleinen Bühne an so einem Piano saß und da waren die Zuschauer, Zuhörer auch damals schon, oder wie lief das? Das Publikum hat sich selber angeguckt. Die saßen sich so gegenüber. Überhaupt das Stille im Konzertsaal war es auch wieder 50, 100 Jahre später. Früher war Musik eher Hintergrundmusik. Man hat Tee getrunken und sich unterhalten. Aber ich stelle es mir für Beethoven wahnsinnig frustrierend vor, wenn der vorne saß und die Leute haben ihm nur mit einem Ohr zugehört, oder wie? Das hätte mich wütend gemacht, wenn ich er wäre. Ja, und wahrscheinlich war das ein Grund, warum er dann einen Sinfoniesatz so begonnen. So ein Ausrufezeichen setzt so: Jetzt seid mal alle ruhig. Und dann kommt in die Stille. Und der Fürst hat sich wahrscheinlich gerade verschluckt. Ja, was macht denn der Beethoven da? Clemens, darf ich mich auch einmal ans Klavier setzen? Natürlich, gerne. Und einmal so spielen wie Beethoven. Okay, warte. Was hast du hier für Noten überhaupt stehen? Was ist das? Das ist jetzt die Partitur der 9. Sinfonie. Und du als Dirigent musst sowas natürlich lesen können, richtig? Genau, ich kann das lesen und hören. Du guckst das an und du hörst es. Komm, wir machen mal einen Test. Also das. Oh, das ist eine tolle Paukenstelle hier. Ja, die liebe ich auch. Jampadam, bimpadam, bimpadam, muss dann der Pauker spielen. Aha. Und er darf aber nicht so laut spielen, dass er alle anderen übertönt. Und du hörst das in deinem Kopf, obwohl du es gerade nur siehst. Ja. Und solche Symphonien hat sich Beethoven häufig einfach im Kopf ausgedacht.
zum Beispiel beim Spazierengehen. Und du musst dir vorstellen, dass Beethoven, als er diese Sinfonie komponiert hat, schon taub war. Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Ne? Der ist im Laufe seines Lebens ist der gehörlos geworden. Genau, also eigentlich schon als relativ junger Mann hat er festgestellt, dass er immer schlechter hört und war eigentlich ein ganz geselliger Typ und ist deswegen eigentlich immer menschenscheuer geworden, weil er gerade bei großen Gesellschaften einfach keinem Gespräch mehr folgen konnte. Boah. Und so wurde er eigentlich immer einsamer. Aber ich finde das auch tragisch, wenn ich mir vorstelle, dass jemand, der so sehr für die Musik lebt, für nichts sonst, dass der ausgerechnet taub werden muss. Und dann gleichzeitig denke ich, wie krass, dass der als tauber Mann noch so große Sinfonien komponiert und sich ausgedacht hat. Ja, genau, das ist auch die Europa-Hymne, stimmt's? Genau, und dafür hat er den Text von Friedrich Schiller vertont, die Ode an die Freude. Ja. Alle Menschen sollen Brüder werden. Und damit wollte er ausdrücken, dass er die Vision hat, dass alle Menschen gleich sind auf der Welt und dass alle Menschen miteinander friedlich leben sollen. Also ich muss sagen, dass ich jetzt irgendwie so, wo du mir Beethoven, Ludwig van Beethoven heute nochmal so vorgestellt hast, ich finde, der war ein richtig toller, beeindruckender Typ. Und es war wirklich genial mit dir. Vielen, vielen Dank, lieber Clemens. Fand ich auch, super. Spiel doch noch was. Ich höre noch mal ein bisschen zu. Oder ich dirigiere und du spielst. Komponisten waren früher fest angestellt. Beethoven war einer der ersten Komponisten, der für unterschiedliche Arbeitgeber komponierte. Gecheckt. Beethoven ist wirklich auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt keinen Komponisten, der häufiger gespielt wird als er. Und es gibt sogar berühmte Rapper und Popmusiker, die seine Kompositionen genommen haben und dann in ihre eigenen Songs eingebaut haben. Hört mal, so klingt Beethovens 9. Symphonie mit coolen Beats und modernen Instrumenten. Und so die klassische Version. Kennt ihr ja von vorhin. Und guckt mal, auch diese Musiker hier sind allesamt richtig große Beethoven-Fans. Mein Name ist Dara. Ich bin Amanda Lee. Und ich heiße Robert. Ich bin aus Sydney. Ich komme aus Hongkong. Ich lebe in London. Ich spiele die Geige. Ich bin Sängerin. Ich spiele Klavier. Wenn ich an Beethoven denke, denke ich an ein großes Feuerwerk. Ist doch unfassbar, dass Beethoven noch heute von so vielen Menschen gehört und gespielt wird. Toll, oder? Zuletzt geht es an die Charlie Chaplin Schule in Berlin. Hier zeigen mir Belal, Selma, Maria, Finn, Elisabeth, Rian, Rüken und Stefan, dass man zu Beethoven auch tanzen kann. Gemeinsam mit dem Staatsballett Berlin entwickelt die Gruppe einen Tanz für das Projekt Beethoven, also mit B-E-A-T geschrieben. Das heißt sowas wie Rhythmus. Hallo alle! Hi. Hallo Tobi! Tachchen, ich habe gerade schon geguckt, das sah fantastisch aus. Es ist ganz gut, dass du da bist. Da fehlt ein Kind. Ja. Und vielleicht könntest du das übernehmen. Mit der Elisabeth. Mit Elisabeth. Oha, das muss ich vielleicht noch ein bisschen üben. Genau, in die Mitte rein. In die Mitte. Oh Gott. Ah, anders. Und Schlusspose. Okay, sehr gut. Wer hat sich denn diesen Tanz ausgedacht eigentlich? Wir alle. Alle zusammen? Ja. Genau, die Choreografie haben sich eigentlich alle ausgedacht. Warte mal, jetzt hast du den Tanz gerade Choreografie genannt, ja, ne? Weil das ist auch eine Checkerfrage. Was ist eine Choreografie? Also, was ist denn eine Choreografie? Also, es ist ein Tanz, man macht etwas, man denkt sich was aus, was noch nicht gibt. Dann haben wir das alles zusammen gemacht. Also, eine Choreografie ist, wenn alle einen Schritt vorzeigen und dann kann man ein ganzes Tanz bilden. Ihr habt euch einen Tanz ausgedacht, habt euch die einzelnen Bestandteile des Tanzes überlegt, hintereinander gesetzt und das ist eine Choreografie? Ja, genau. Eine Choreografie ist, also ein Choreograf ist sowas wie ein Komponist. Ein Komponist denkt sich Musik aus, ein Choreograf denkt sich
Tänze und Bewegungen aus. Okay, genau. Verschiedene Bewegungen in der gleichen Reihenfolge, die man sich ausdenken muss, die man lernen muss, ist eine Choreografie. Genau, und du hast ja gemerkt, das ist eigentlich eine relativ kurze Sequenz gewesen, so ein ganz kurzer Teil. Ja. Und es sind ganz, ganz viele Bewegungen. Und wenn man sich vorstellt, was dann Kinder lernen müssen, die zum Beispiel 15 Minuten auf der Bühne tanzen, wie viele unterschiedliche Bewegungsabfolgen, das ist unfassbar viel, was man sich da so merken muss. Verschiedene Bewegungen in der gleichen Reihenfolge ergeben eine Choreografie für einen Tanz. Checkt. Ich dachte, ich könnte euch ja mal so eine Bewegung, die mir gerade im Kopf ist, mal vormachen. Ja. Und vielleicht können wir die noch in euren Tanz mit reinbauen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, der Film macht's so nach. Das war gut, oder? Super. Ja, das nach. Bei drei. Eins, zwei, drei. Also Entschuldigung, wenn das nicht eine Choreografie ist, dann weiß ich auch nicht. Das sieht gut aus. Stefan, ihr tanzt ja zu zumindest einem Teil der 9. Symphonie von Beethoven. Genau. Wieso habt ihr das Stück ausgewählt? Die 9. Symphonie hat ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten. Also die ist mal ist die ganz langsam, mal ist die super schnell, mal ist die ganz kraftvoll, mal ist die ganz sanft. Der Tanz ist ja auch sehr, hat eine große Bandbreite. Es gibt Hip-Hop, es gibt Modern und wir haben halt irgendwie zu Beethoven irgendwie noch was Neues erschaffen. Wer von euch kannte denn Beethoven schon vor dem Tanz? Mal Hand hoch. Und wer hat Beethoven durch den Tanz kennengelernt? Beethoven war ja ein ganz schöner Rocker. Also der hat unheimliche Probleme gehabt mit der Situation, sich einfach anpassen zu müssen. Und es gibt irgendwie jemanden, der besser ist, bloß durch Geburt. Und diese Idee, die haben die Kinder auch sofort nachvollziehen können. Und deswegen haben wir auch gesagt, Mensch, wir benutzen das, wir machen das. Wie findet ihr eigentlich die Musik, zu der ihr tanzt? Ich finde die Musik schön und die Melodien auch. Dafür war der taub, konnte davon nichts hören. Dafür hat er richtig viel Kunst gemacht. Findet ihr, man kann super tanzen zu Beethoven? Ja. So mit Freunden zu machen und so Spaß was macht. Und meint ihr, ich soll jetzt auch noch mal ein bisschen mit euch den Tanz üben? Ja. Wer bringt's mir bei? Elisabeth ist deine Partnerin. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte Folgendes von euch wissen. Beethoven wurde im Laufe seines Lebens A. taub, B. blind oder C. stumm. Na, habt ihr die richtige Antwort entdeckt? Guckt mal. Eigentlich schon als relativ junger Mann hat er festgestellt, dass er immer schlechter hört. Das habe ich schon mal gehört, ne? Der ist im Laufe seines Lebens ist der gehörlos geworden. Richtig ist also Antwort A. Beethoven wurde im Laufe seines Lebens taub und konnte schon als junger Mann schlecht hören. Trotz seiner Hörschwäche hat er noch eine der bekanntesten Symphonien der Welt komponiert. Ein Teil davon ist heute die Europa-Hymne. Achtung, guckt mal. Sieht doch jetzt schon viel besser aus, oder? Okay, Leute, ich tanze hier noch so ein bisschen weiter. Und währenddessen lassen wir Beethoven nochmal richtig hochleben. Einfach toll, oder? Also, macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!